der spirituelle Name Viveki. Viveki ist ein Mensch von Unterscheidungskraft, ein kluger und weiser Mensch. Wenn du den Namen Viveki hast, dann heißt das, du hast einen besonderen Bezug zu Vedanta und zu Jnana-Yoga, denn dort spielt Viveka, die Unterscheidungskraft, eine besondere Rolle. Ein Viveki ist derjenige, der unterscheidet zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen und daher nicht am Vergänglichen haftet. Der Viveki ist einer, der unterscheidet zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst und sich deshalb nicht mit dem Nicht-Selbst identifiziert. Der Viveki ist derjenige, der unterscheidet zwischen dem wahren Glück und dem vergänglichen Gier und Verhaftungen und deshalb lernt, sich von Wünschen unabhängig zu machen. Ein Viveki ist derjenige, der unterscheidet zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen und sich deshalb nicht zu sehr verhaftet in dieser unwirklichen Welt. Werde zum Viveki und entwickle diese Unterscheidungskraft. Auf unseren Internetseiten gibt es noch einen längeren Vortrag über Viveki und was es heißt, ein Viveki zu werden und was Viveka ist. Du findest all das auf wiki.yoga-vidya.de/viveki.